Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS22 Challengers. Wir haben ein großes Problem hier im Dorf. Der Wein ist ausgegangen und wir müssen heute für Nachschub sorgen. Dafür muss erstmal geerntet werden, dann muss verladen werden und dann muss ein unmenschlicher Pfad mit vielen Gags bestritten werden und einem sehr interessanten Fortbewegungsmittel. Mehr dazu nachher. Ich würde sagen, wir gehen alle ganz schnell in unsere Ernter hier vorne. Ziehen zwei Bahnen und dann laden wir hier vorne ab und dann werden wir später verladen. Abladen und dann heißt es, da geht schon alles hoch und runter. Und dann ja, heißt es, ab ins Dorf mit dem Wein. Seid ihr ready? Ja. Ich warte. Was ist los? Mario, schmeiß ich hab so ein bisschen, ich hab so ein bisschen Angst davor, was da kommt. Du hast gesagt, das ist ein unmenschlicher Kurs. Das ist ein unmenschlicher Kurs. Und der Erste hat zwar den Vorteil, dass er Erster ist, aber er hat auch den Nachteil, dass er Erster ist. Aber dazu später mehr. Okay. Dazu später mehr. Es wird wieder lustig. Ich würde sagen, los geht's in 3, 2, 1, go! Durchstand Randy, aber da reden wir uns gar nicht mehr drüber auf. Ach, das ist sind immer, wir noch nicht anders gewohnt ihr von seid denen. Das ist doch, also, das ist eine Katastrophe. Katastrophe ist das. So, wie viel brauchen wir hier? So, Giants Goldpartner, da hast du nämlich die Quittung. Da hängt er, da hat er einen Storno. Hat er einen Storno im Getriebe oder im Weinstock. Ich weiß es nicht. Andy, du musst ein Stück. Ich sag nichts. Ja, ich dachte, ich kann hier einfach. Nee, kannst du nicht. Wolltest du drehen mittendrin, oder? Ja, ich wollte wenden. Achso, was im Ofen. Ich glaube, der wollte per Hand nochmal nachsortieren. Ja, oh, Mario? Auch ja, die Dinger hängen irgendwie immer an den blöden Stöcken fest. Ja, wenn man einmal schief drin ist, ne? Wenn das Ding schief kommt. Ja, oh, dann nee. Nee, du. Nee. Oh, da hat jetzt der Nächste den Storne. Ich bremse auch für Vögel. Aha. Sehr bemerkenswert. So, Leute, oh, ich freue mich so. Das wird wieder so herrlich hier heute. Hallo. Was? Hallo, ich bin groß und blau. Siehst du mich nicht? Nee, wem sprichst du? Ja. Groß und blau. So kennen wir den gerne am Wochenende. Ich habe leider keine. Das war's dann wohl mit der Panoramascheibe vorne. Danke. Was du das denn mich da hinten angeschubst hat? Ich wollte gerade drehen, werter Herr Hirschfeld. Ja, dann lass das mit dem drehen. Mhm. Ah, Herr Spielberg, hat sich ja richtig gelohnt, ihr Vorsprung, ne? Das ist ein frecher Kommentar hier von der Seite. Dir wünsche ich, dass du nochmal gleich einen richtigen Hänger hast. Hier im Stock. Ja. Lieber einen Hänger haben, wie das ganze Leben Hänger, ne? Ja. Also sehr charmant von dir. So war es ja schon immer. So kennt man ihn. Ich habe allerdings Challenge auch die längste Strecke. Ja. Das ist ein bisschen länger. 1000 Liter hast du gesagt, brauchen wir, ne? Ja. Mario, ich sehe dich schon mal zurückfahren, ne? Ja, das, ich komme hier nicht mit hin, glaube ich. Oh, ich hänge auch fest. Da vorne steht es im, sogar nochmal in großen Lettern. Ja, genau. Ja, ich komme tatsächlich, die ältere Generation, also ich habe tatsächlich 990 ne? Liter hier. Oh, ohne Lesebrille lesbar. Du Mario, ich sag mal so. Ja, du bist voll, ganz toll. Ich würde noch mal ein bisschen was abgeben, ne? Das ist nicht erlaubt hier, keine Tauschgeschäfte. Hallo, wieso ist denn die Klappe hinten bei meinem Ding? Komm, hallo, was ist denn das? Sag mal, ey, hier wird manipuliert. Das ist meiner, das ist meiner. Ein weiter, Randy, ein weiter. Jungs, wie geht denn der Deckel hinten zu? Der geht automatisch auf und wieder zu. Oh, nö. Oh, ja. Oh, das ist nicht meiner. Ey, warte mal, wo bin ich jetzt hin? Oh, 1003. Die fährt sich aber nicht. Mario, was hast du denn der Kuh gegeben? Die hat einen rasanten Schnitt drauf. Jeha, Bertha, jeha. Kann man von der Seite abladen? Nee. Keine Ahnung. Wohin müssen wir denn? Doch, geht. Ja, hier, hinter mir, ja. Wo bist du denn? Ja, ich bin hinter dir, Mario. Ach so. Oh, Mario. Ja, was soll ich denn machen? Oh Gott. Was ist das denn da wieder? Was ist da passiert? Hör mal, das gibt Ärger. Habt ihr der Kuh wieder Hohle gegeben oder was macht ihr da vorne? Ja, schlimm, ne? Wieso ist die Klappe jetzt an den... Bei mir ist die auch offen gewesen. Also meine Kuh galoppiert wie ein Pferd hier. Oh, das war ein Storno. Hup, hup, ich muss vorbei. Geh weg. Was soll das mit den Pfeilen hier auf dem Boden?
Ja, das da, markiert dann, den damit du nächsten weißt, nein, 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 nein. Ey! Ja, nee, nee! Ich hab doch hier ausgeladen! Ja, nee, ja, irgendwie nicht! Ah? Ich lade noch aus. Wie spricht man mit so einer Kuh und wie gestaltet sich das eigentlich in der Realität, mit so einer Kuh so eine Kutsche zu steuern? Ist das eine gute Idee? Du kannst Fragen stellen. Oh, oh, aber so, früher ging's ja, ne? Dann müssen wir jetzt hier. Ich stell mir das recht ruppig vor. Ja, ja. Dann müssen wir jetzt verladen, zwei Weinfässer hier, oder? Natürlich. Ansgar, mach jetzt nicht diesen, ne? Ansgar, stopp, stopp! Ich muss du hier durch. Du bist doch einfach ein. Also, bist doch. Nee. Es tut mir leid. Ich hoffe, beim Händewaschen rutscht dir die Ärmel nach unten. Und, warte mal, wie kommen wir denn hier an den Wagen ran zum Beladen? Ja, das ist. Das ist ein Witz. Das geht wohl, aber man muss hier ein bisschen durch die Zäune durch. Durch die Zäune? Oh, ja, da muss man erstmal suchen den richtigen Weg. Aber das findet er schon, da bin ich mir sicher. Der heilige Wein, der muss verladen werden. Ich stelle mal die Kutsche ein bisschen mehr an die Seite hier. Boah, also rückwärts fahren mit dem Ding, das ist ja nicht ganz einfach, ne? Und vor allem fahren allgemein ist nicht ganz einfach. Galoppieren. So, aus dem Weg, ich habe Jung Heinrich. Mario? Ja? Wir haben den Weg zugestellt. Ihr seid aber auch. Ach so, gut. Das ist der Weg. Ja, komm, dann fahren wir die Berthalter wieder raus. Jetzt muss er gehen hier. Ja, hier ist irgendwie eine Kolle. Warte mal, ich setze mal einen Rückwärtsgang rein. Also, ich muss erst den Motor starten. Ja, start mal den Motor. Mhm. Komm, ich habe meinen Motor einfach gar nicht aus. Komm mal. Ah. Hier, ich bin auch Sicherheitsbeauftragter, ne? Wissen ja die wenigsten. Bitte immer mit Rundumleuchte. Nee, Leute. Okay, okay, lass mal. Ja, du sagst okay, lass mal. Ja. Ja, lass mal. Lass mal. Lass mal. Hallo, kann ich hier werden die Kühe noch wertgeschätzt. Was macht ihr denn da? Gar nichts. Ihr habt zwei direkt auf einen transportiert? Nee. Hey, das war clever, oder? War das clever? Du warst der Einzige, ne? Nee, Werner hat das jetzt auch gemacht. Okay. Stornung. Trau mich das nicht. Aber ich glaube, ich mach das auch mal. Wer hat sich das clevere Konzept? Clevere Parcours denn hier einfallen lassen? Ja, du machst das Auge, ne? Bin ich ein bisschen baff. Guck mal, Ren, ich hab dir extra Platz gelassen da auf der Seite. Das ist ja freundlich. Ja, das muss hier auch ein bisschen. Ich hab hier aber einen Storno. Ich hab hier eine Collie. Bisschen gemeinschaftlich passieren. Ja, ein bisschen weiter right side. Wie right side? Right side. Was siehst du? Ich komm hier durch. Bitte weiter. Right side. Bitte weiter. Ja, guck mal, geht nicht. Bitte weiter. Achso, ne, dann nimm mal nur Infos, würde ich sagen. Wenn Mario auch zwei genommen hat. Ja, aber Mario hat den Mario-Vorteil. Jetzt haben wir gleich. Ich wollte sagen, also man muss das auch können, ne? Es kann nur ein Hirschfeld geben. Und der ist hier. Oh. Wenn ich die zwei Fässer da drauf habe, kann ich los, oder? Jo. Dann geht los. Du musst das Pferd noch striegeln. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir der ganze kleine Radetsch hier runterfällt. Wer hat denn hier die Kuh in den Weg gestellt? Das fand ich. Das ist auch nicht so clever, oder? Nee, das ist. Ich hatte keine Parkscheibe. Ach so, deswegen war doch dachte ich mir nicht. Mein Ding fährt nicht. Pure Absicht, oder? Weiß auch nicht. Ja, hier ist ein Kolli. Ja, die Pferde haben ja immer irgendwie eine Kolli, ne? Oh. Ich glaube, man muss da rückwärts ran, kann das sein? Mein Stapler ist in der Luft. Hallo? Naja, bin noch nicht schwindelfrei. Viel Spaß, da wieder rauszukommen. Aha. Deswegen kaufe ich nur Diesel. Stapler, ne? Genau deswegen. Also ich, auf jeden Fall hallo, ist es Ansgar. Besser, das Pferd nicht die ganze Zeit im dritten Gang zu fahren. Sonst kommen wir nicht mehr zu Rande. Man kommt da nicht durch. Ich habe es gemacht! Ich habe es geschafft! Das ist ja der Hammer. Sinn. Jetzt geht das los. Also schon mal überlegt, eine Stimmimitator. Ja, ja, ich mache ihn nebenberuflich, wissen die wenigsten. Nicht erfolgreich, aber ich mache es. Also wenn wir noch ein paar Challenger-Aufnahmen machen, dann habe ich meine Liste für Tippi voll mit Donation und Alerts und alles mögliche. Nö, kann man vorstellen. Mit den Emotes da, oder? Ja, mit Ansgar lauten. Ja. Und weißt du, ich muss das alles vermarkten. Ich denke aber, dass Ansgar das selber verkaufen wird, oder? Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Hier steht
das ganze Zeug, die ganzen Beine. Die ganzen Strohballen haben sie da verkippt. Das ist ja nicht das zu glauben. Das ist ein Ding, ne? Ja, ja, und jetzt hast du, das ist es natürlich jetzt, ne? Unmöglich. Ist aber auch wirklich schwierig, das Ding hier zu bändigen. Ich hab einen ganz fiesen Rappen habe ich hier. Ich habe einen Rappen hier bekommen. Eine ganz eigene Stute. Die ist rossig, meine Stute, glaube ich. Was ist denn rossig? Nennt man das nicht so? Wenn die Spaß hat, Kinder zu kriegen. Ja, genau. Ach so, ich komme doch aus der Pferdebranche, Leute. Ah. Ich komme aus der Pferdebranche, sag. Du kommst aus der Pferdebranche. Ja, ja, ja. Lasagne diese. Ach, da dies, ja, ja. Ich hab gedacht, wir kommen jetzt hier Pferderennen wetten. Komm, schneller, schneller, galopp, galopp! Ah, nicht zu schnell in die Kurve. Wir müssen den Werder da vorne noch. Haben wir hier irgendwie ein Navi? Nee, ne? Nee. Ja, so viel Blödsinn teilweise. So, liebes Pferd, das letzte Pferd, was ins Ziel kommt, das wird leider verarbeitet. Also streng dich an, streng dich an. Der Abendschmaus. Der Festtagsschmaus. Kritische Kommentare bitte an sachsenletzplay@gmail.com. Von mir aus. Der steht drauf. Wir werden fachgerecht bearbeitet. Gut, du gehst ohne Schwader. Besonders salzige Kommentare gibt es auch eine Antwort. Ah ja, es gibt hier auch Sackgassen, habe ich mir sagen lassen. Ja, es gibt auch einfach keine Wegweiser, wo es weitergeht. Und du kannst dir. Ja. Nee, eigentlich muss das alles ausgeschildert sein. Ja, doch, das war alles ausgeschildert. Da muss man seine Lesebrille richten. Ja, du musst an dem, vielleicht habe ich den kleinen Hoflader wieder zurück in den Weg hineingefahren, Randy. Mario, also. Mario, da du da in den Spiegel gucken kannst. Ausbildung zum Unmensch. Hier ist auch noch feiert dafür, weißt du? So viel böse und kriminelle Energie hätte ich nicht zugetraut. Was ist das hier? Hier ist eine, das ist eine wilde Polizeiaktion mit Feuerwehr an allem Zip und Zap. Ah ja, ach, da ist auch noch ein Unfall passiert. Aber da fahre ich mit dem Wein aber. Oh. Das ist aber knapp, mit dem Wein dran vorbeizufahren. Ja, das ist knapp, aber es funktioniert. Ich krieg gerade einen Anruf rein. Das funktioniert. Ich krieg gerade einen Anruf rein auf meinem Wählscheibentelefon hier von den Dorfbewohnern. Die sagen, sie haben eine durstige Kehle. Ja, ja, das heißt, es muss jetzt langsam losgehen hier. Soll ich jetzt hier links oder gerade rausfahren? Ja, du stellst Fragen. Warte doch kurz auf mich. Ja, ja. Gott. Geht immer weiter. Vielleicht, ich hab einen Run hier gerade. Mein Pferd fährt alleine. Randy, das geht nicht, was du da gerade machst. Oh. Doch, weil hier geht's nicht weiter, beziehungsweise hier darfst du eigentlich gar nicht rein. Ich weiß nicht, was. Was? Da flog gerade was auf die Luft? Ich hab hier einen ganz miesen Storno gerade. Ja. Das sieht bei mir aber auch so aus. Mein Pferd läuft alleine und der Wagen schlittert hinterher. Ah, ehrlich? Ist alles wieder im Lot, Leute. Alles wieder im Lot. Wo bist du denn? Bist du kurz abgehoben? Ja, also der war kurz mal on air. Oh, Moment, hier ging's glaube ich nicht lang. Oder? Nee, da vorne, da wo Werner hertrabt. Was sind denn die Pferdevokabeln? Ich bin gar nicht drin. Es gibt Trab. Was gibt's noch? Galopp, Schritt. Und Schritt, ja. Ja, und es gibt diesen Zwischenschritt. Wie heißt denn der nochmal? Galoppschritt. Nee, das ist so ein. Andere Frage. Werner, sehen wir dich mal beim Voltigieren irgendwann? Oh, wo sind wir denn hier? Randy? Beim Voltigieren. Moin. Ja, Voltigieren ist Kunstturnen auf dem galoppierenden Pferd. Das läuft immer im Kreis und du ist Kunstturnen. Drauf. Hier liegen Ballen, was mache ich denn hier? Ja, die wird Mario bestimmt wieder hingeschmissen haben. Na klar. Muss ich die weg? Naja, schmeiß einfach. Die weg. Kannst du auch da liegen lassen. Ob man mich beim Voltigieren sieht, weiß ich nicht. Da sehe ich dich. Ich habe das mal gemacht in meiner Jugend. Moin! Kein Quatsch. Trotz massiven Storne wieder aufgeholt. Bitte, bitte ein bisschen schneller da vorne. Ich hab einige Ware, habe ich hier drauf. Ein bisschen Geduld, bisschen ne? Schneller. Also, so, bitte, meine Herren. Ah, hör doch auf! Hallo! Das sieht auf jeden Fall gut aus. Leute. Jetzt geht hier aber das Pferd hoch, ne? Man meine Güte. Ja, Fuhrwerk und Gespann irgendwie, ne? Fuhrwerke haben wir hier. Wie soll ich denn mit so einem Gewackler hier an der Polizei vorbeikommen?
zieh mich doch gleich raus. Ja. Ja, das gibt gleich einen Schaum. Muss man nüchtern mit einem Pferdefuhrwerk unterwegs sein? Fuhrwerk, ja. Werner, das ist nicht dein Ernst. Oh! Das ist nicht dein Ernst. Ich kann das nicht stoppen, das Ganze hier. Werner, das war genau so gemacht, dass man gerade vorbeikommt. Und was machst du? Du stellst den ganzen Feuerwehrwagen so hin, dass man nicht mehr dran vorbeikommt. Was bist du für ein Mensch? Ich hab jetzt aber auch wieder den nächsten Storno hier. Ich sag mal so. Ich hab auch mal so. Man kann oder man kann, ne? So, der Wind hat es gemacht. Oh, da haben wir es gefunden. Oh, 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 jetzt gleich geht das wieder los hier. No! Oh. Werner, lass den Bus da vorne bitte stehen, ja? Was für, ey, Werner, bitte, dir, mein Freund. Bitte mach dich einfach weg, egal wo du hingehst. Bitte einfach weg. Es hat sich, glaube ich, ein bisschen beruhigt. Was soll das hier sein? Ach, das ist das Ziel hier. Oh, Werner, hier einfach weg. Hallo, muss ich jetzt hier abladen? Was willst du denn? So, jetzt Galopp. Werner, einmal bitte Standstreifen, Pannenstreifen, weg damit. Pannenbo. Gut, Boxenstopp machen. So, ich glaube, der Mario ist da, ne? Ja, ich bin im Ziel. Ja. Wenn ich aufgehalten worden wäre, wäre ich auch schon da. Ja, schon und wieder umleiten hier. Das ist ne. Einmal vorbeilassen, danke. Muss das hier abgeladen werden? Der Wein? Ah ja, nee, aus hier, kann man hier ausladen. Ausdrücken sollte es nicht, ne? Ne, kann man hier ausladen. Läuft gerade. Ah, oh, ich glaube, das gluckert schon in den Kehlen, der Italiener. Jetzt oh, bleibt er hier stehen, weißt du? Jetzt bleibt er hier stehen! Seht mir so aus! Ja, das ist aber auch, der hat einen Wendekreis jenseits von Gut und Böse, das Ding, ne? So. Oh. Und nächste Woche bei Auto, Motorsport, Pferdefuhrwerk. Oh, Randy sieht aber auch zu. Aber dein Wagen hängt ja richtig noch dran. Meiner, der hat mir nur so quer hinterhergezogen. Ja, ja, das war bei mir auch ähnlich jetzt hier. Aber irgendwann zieht es sich wieder gerade. Ansgar, das ist aber hier dafür, dass hier überall Endplay steht. Mhm. Bist du Gentleman und kommst als Letzter ins Ziel, oder? Ja. Ich hab das nicht veranlasst, dass hier überall Endplay steht. Aber ich find's auch eine edle Geste. Er bremst hier öfter mal, hab ich gehört, der Endplay. Achso, guckt sich das Endplay schon an. Das ist hier gerade wirklich eine spannende Sache. Erst. Ich glaube, der Werner kommt vor mir an. Werner, rausch nochmal richtig in die Kurve, bitte. Was soll das sein? Was denn? Naja, mal richtig reinlegen Karre in die Kurve. Klitscht irgendwie so. Ja, der tut die ganze Zeit schon. Möchtest du abladen? Ich kann den neuen wegfahren. Das wäre sehr freundlich. Also Jungs, ich komm mit Krawall, geh weg! Bin die Hälfte der Zeit so gefahren. Ui! Oh, die Hälfte der Zeit bist du so gefahren, ja. Alles, das Wichtige daran ist, die Lade muss fest vergurtet sein. Gewonnen hat nur abgeladen. Ready! Nein, gewonnen ist der, der am Ziel ist. So. Mahlzeit! Hey, Freunde, hier so? Wird's. So wird der Wein aber nicht abgeladen. Wir haben es geschafft. Der Wein ist gesichert, Gott. Der Weinvorrat. Was ist das hier? Der Mario Hirschfeld, der hat irgendwie einen Krampf. Ja, und ach du liebe Zeit. Warte, ich bin gleich soweit. Ich flug gleich soweit. Dann war es für heute. Liebe Leute, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Oh, war eine lustige Challenge. Heute mit vielen Dank für die ganze Vorbereitung. Oh ja. Mann. Wenn ihr auch mit dem Pferdemod mal spielen wollt, Link dazu in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch einen Server für eure Multiplayer-Projekte braucht, dann nutzt gern auch den Link in der Videobeschreibung, den Serveranbieter eurer Wahl. Da bekommt ihr aber die schnellen und guten und zuverlässigen Game-Server. Vielen Dank an euch und das war's für heute. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder bei einer Challenge. Das war's jetzt erstmal mit der ersten Staffel von Challengers. War lustig, war kreativ und wir gucken mal, was uns in nächster Zeit noch so alles einfällt. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke auch. Tschüss.